Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Feuer! Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land. Ja, wir haben noch zwei Schätze vor uns. Einmal den Kristalligel-Schatz, lieben gern. Und natürlich das nächste Level. Aber wir machen jetzt erstmal die Schätze, die wir beim letzten Mal nicht gemacht haben. Ich sehe schon, wie das funktioniert. Ich habe hinterher einen richtig heftigen Klotz an mir dran. Einfach Speed geben. Ich gebe einfach Fersengeld. Nein, ich wollte springen. Wartet, wir machen das nochmal. So geht's. Hoppa! Hoppa! Ich glaube, wenn ich viel an mir dran habe, dann kann ich nicht weit springen. Und war das schnell genug? Gerade so nicht. Verdammt. Das war mein bester Try. Ich habe 5-mal gerade gebraucht, um zu der Stelle nochmal zu kommen. Okay, den Kristalligel-Schatz hatten wir letztes Mal hier freigeschaltet und dann hier eine Seite noch. Den Schatz haben wir noch nicht gemacht. Den Hebebühnenstopfer. Ja, das kann was werden. Okay. Ist ja eigentlich recht easy. Warum auch immer, ich dachte, ich wäre auf derselben Ebene. Easy. Ist ja richtig easy. Hier fehlt gerade das Timing irgendwie. Ich war sogar recht schnell hier oben. Okay, Wind. Das wird jetzt fies, weil ich gegen den Wind arbeiten muss. Ich habe 2-mal einen Schuss abbekommen. Hat mir das schon die Zeit versaut oder geht's? Es geht. Okay, 2 muss ich nochmal offscreen machen. Aber ich habe damit 4 Schätze jetzt an einem Stück machen müssen. Ja, ich sehe die letzten 2 von der letzten Folge auch noch mit. So, und dann geht's jetzt endlich auf zum nächsten Gebiet, nämlich zur Mondscheinkluft. Wir müssen noch ein paar Waddles retten. Ich finde die Musik in der Wüste nach wie vor ultra cool. Hat was so Pharaonenmäßiges. Komm her. Ich bin nicht gut im Klettern. Tschüss. Das Fass ist gefallen. Da war was drin. Okay, dafür bin ich jetzt nochmal runter. Für diese eine Kapsel. Ich würde sagen, war es wert. Bye, bye. Zwillingsbohrerpause. Der war wieder mehr leicht zu sehen. Wenn ein Gesuchtposter hängt, dann muss ich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ein Gesuchtposter abnehmen. Oh nö. Ich muss mit Licht arbeiten. Ja,
Am besten Licht anlassen, weil ich sonst überhaupt nichts sehe. Und dann ist ja eh kein Gegner da, der mich stören könnte. Wartet. Ich dachte, ich hätte ein Gesuchtposter gesehen. Das sieht so nach einer Ecke aus, wo ich hoch könnte. Kann ich aber nicht. Ich weiß, dass dieses Suchen nicht das Optimalste auf der Welt ist. Oh. Ich erinnere mich noch. Die werden aggressiv, wenn man sie anleuchtet. Hat es jetzt einen Unterschied gemacht, dass ich hier lang bin? Nein. Nicht so ganz. Bisher nichts Verstecktes, ne? Sagte ich jetzt. Und bin wahrscheinlich an drei Teilen schon vorbei. Ich sage einfach nur, wie es in den meisten Fällen ist. Ah, hier ist auf jeden Fall ein Model. Ich komme. Ist auch der erste. Heißt, ich habe noch keinen verpasst. Zumindest in der Hinsicht. Aua. Hier sind ein paar Blümchen. Der Fangmarkt Kirby Pfeffer. Da war doch eine Pfefferschote, oder nicht? Ja, super! Der Boden ist weggebrochen. Hier geht's bestimmt links weiter. Wenn da schon so zwei von diesen Teilen sind. So, ich brauche einen Weg. Da kam extra eine Rampe für mich hoch. Wie nett. Ich habe den Wink links gesehen. Den Wink. Den Weg. Ich habe gesehen, dass es hier weitergeht. Da muss ich aber das hier mal eben kurz abwerfen. Weg damit. Ich hab's rausgeschafft. Weg damit. Ich habe hier eine coolere Fähigkeit gesehen. Komm her. Jetzt kann ich wieder übertreiben. Ich wollte dich eigentlich nicht einsaugen, aber jetzt habe ich's. Und tschüss. Und tschüss, Kibbel. Hopp. Ja, diese Fähigkeit, die ist so krass. Die ist die Meta. Hab's gesehen. Braucht mich nicht wieder anfauchen in den Kommentaren. Ich habe ausnahmsweise mal was gesehen. Kann ich das Ding auch unterstützen? Ja. So, gucken, was hier versteckt ist. Ich sehe schon. Easy. Okay, ich muss der Schlafmützenfähigkeit ausweichen. Weil die hätte mir hier wahrscheinlich das Leben schwer gemacht.
Oh, ohne in ein Loch zu stürzen. Warte mal, fehlt nicht trotzdem noch eine Aufgabe? Okay, scheint noch zu kommen. Und tschüss. Ekelhafte Stelle. Ach so, es schlägt in diese Richtung. Komm, erschlag ihn. Erschlag ihn, du willst es und du weißt es. Der Arme. geht's hier runter? Im Prinzip ja. Immer alles absuchen. Man weiß nie, wo sich was versteckt. Hab dich gesehen? Oh, ich krieg hier wieder diesen komischen Flugstopfer. Bogenstopfer hieß der, glaube ich. Das heißt, wieder irgendeine Challenge in der Luft. Die ich 100% irgendwie vermasse. Ich versuche aber trotzdem irgendwie auf alles zu achten. Und natürlich auch jeden Ring mitzunehmen. Muss mich gerade konzentrieren, um das Secret nicht zu übersehen. Um Gottes Willen, warum krachen denn hier die Berge ein? Waddle gerettet! Das sieht mit der Kreissäge richtig geil aus, der Stopfer. Ah, da sehe ich was. Nee, das war's aber, glaube ich, nicht. Ich habe da drin mal eben kurz eine Ultra-Kombo verursacht. Ich habe jetzt nicht gesehen, was hier das letzte Secret ist, ne? Unbeschadet da eventuell durchfliegen? Finde den versteckten Schatz bei den Kaktus-Drillingen. Wow. Einfach nicht instant ins Ziel hüpfen war das Ding. Und ich frage mich, wo ist der letzte Schatz? Beziehungsweise der letzte Waddle. Also, der letzte, der war ja wirklich geschenkt. Danke fürs Spiel, mal zur Abwechslung nett zu mir ist. So, haben wir noch mal irgendeinen Schatzweg vor uns? Bevor es zum Bosskampf kommt? Ja, wir haben definitiv genügend. 25, hallo, ich hab fast alle. Das Bild kommt mir auch irgendwie bekannt vor. So, da ist nochmal ein Schatz. Und wie ich wusste, da. Ich hab's einfach gewusst. Alle Straße erschätze, dann können wir überprüfen. Den Eisbär-Schatz haben wir jetzt vor uns. Oder den habe ich übersehen. Ja, Eisbär-Schatz und Sägezahn-Bumerang-Schatz. Da muss er ja nicht mal wechseln. Mit denen habe ich ja jetzt ein bisschen Übung. Abprallwunder.
Ich sehe schon, wie das funktioniert. Geht mal aus dem Weg, danke. Ich habe einmal falsch geschossen. Nein. Eventuell könnte das bei dem Rechten jetzt funktionieren. Ich sehe schon, wie das funktioniert. Es ist nur gemein. Ja, ich habe gesehen, wie es funktioniert. Okay, nochmal. Okay. Ich bin zu doof für sowas. Jetzt muss ich denken. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Einmal so. Okay, das macht zumindest da die Ecke. Und so funktioniert die Ecke, nehme ich mal an. Okay, ich habe es geschafft. Ich habe meinen Grips benutzt. Viele dachten, er wäre nicht da, aber ich habe ihn eingesetzt. Ja, ich habe das Ende zu lang gebraucht. Also beim letzten. So, und Eisbitschatz kann ich mir vorstellen, ich muss wahrscheinlich diese Schneemänner rumschieben. Eiskalt abserviert. Ist halt wirklich einfach die ganze Zeit die Schneemänner durchrutschen lassen. Einfach einfrieren in allen Richtungen. Man muss nicht dahin gehen. Ich frage mich gerade, wie ich ihn schnell besiegen könnte. Wahrscheinlich eher mit den Kollegen hier. Die machen, glaube ich, mehr Schaden als ich. Ja, der Teil braucht gerade zu lange. Ich mache das ganz bestimmt gerade falsch. Hab ihn besiegt. Also, den Eisbett habe ich höchstwahrscheinlich falsch bekämpft. Ja, den habe ich komplett falsch bekämpft.
Den muss ich anders bekämpfen. Die Taktik suche ich mir aber offscreen. So, wir haben noch einen Zwillingsbohrer, den wir uns freigeschaltet haben. Jetzt habe ich zwei Bohrer. Okay. Und was mache ich jetzt damit? Was können die? Greif Gegner mit Doppelbohrköpfen an. Tempo und Schaden sind bei dieser Variante erhöht. Und du kannst sogar Gegner über dir angreifen, wenn du eingegraben bist. Ah, der macht dann so einen Schlag nach oben. Und man ist eine Kreissäge unter der Erde. Das macht aber nicht so viel Schaden, die Säge. Der braucht auch ein bisschen länger jetzt für den Sprungangriff. Okay. Muss man drauf klarkommen. Habe ich eigentlich bisher irgendwas übersehen, Herr Gelehrter? Nee. Wollte ich mal nachgucken. Okay, Leute. Ich würde sagen, hier war es das denn jetzt für heute. Beim nächsten Mal gibt es den Bosskampf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.